Die Freeware der Woche auf Nerd Derby. Moin moin, hier ist der Pechi. Heute habe ich Desktop Dungeons für euch im Angebot. Das ist schon ein bisschen älter. Ich mache es trotzdem. Mehr dazu erkläre ich euch gleich. Das ist ein klassischer Roguelike Dungeon Crawler. Am Anfang geht es hier los mit der Rassen- und der Klassenwahl. Ich habe mich mal entschieden, jetzt einen menschlichen Dieb zu spielen. Je nachdem, was man spielt, Mensch, Elf, Zwerg und so weiter, hat man gewisse Vorteile. Und je nachdem, welche Klasse man spielt, da kann man dann auch noch mehr freischalten, wenn man dann mal so einen Dungeon geschafft hat. Ich nehme jetzt mal den Dieb, weil den habe ich vorher noch nicht gespielt, und mal gucken, wie das so läuft. Das Tutorial habe ich schon gespielt, deswegen starten wir hier halt mal eine Runde. Das sieht erstmal alles sehr, sehr altbacken und klassisch aus, das ist aber auch ganz cool. Wer zum Beispiel Spiele wie Claustrophobia oder so kennt, der weiß im Grunde, worum es hier geht. Ich laufe hier mit meinem kleinen Dieb durch ein Dungeon, was sich nach und nach aufdeckt. In diesem Dungeon kann ich Heiltränke und Mana-Tränke aufsammeln. Ich kann Geld aufsammeln. Ich kann Boosts, wie jetzt eben gesehen, die meine Lebensstärke und so weiter stärken, aufsammeln. Ich kann Gold aufsammeln. Das wird dann, wenn ich Shops finde, noch aktuell. Eine Besonderheit, die sehen wir hier gleich am Anfang. Das ist ganz cool. Glauben spielte tatsächlich eine wichtige Rolle. Also man findet öfter mal solche Schreine von Gottheiten. Die kann man dann anbeten oder auch nicht. Je nachdem, was für Gottheiten man anbetet, seht ihr hier, hat man dann im besten Fall gewisse Boosts. Wenn man aber nicht das tut, was die Gottheit halt so gut findet, dann kann das im Zweifel auch in einem Tod enden. Hier habe ich jetzt Jehora Jehyu. Das ist aber nicht so meins. Wobei Magical Explosions... Ja, das ist mehr so Chaos. Da weiß man am Ende nicht, was rauskommt. Das ist mir jetzt erstmal ein bisschen zu heikel, weil den You-Die-Bildschirm, den man relativ schnell sieht in diesem Spiel, den will ich euch noch nicht gleich nach einer Minute zeigen. Und deswegen bin ich da jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig. Man läuft hier so durchs Dungeon, findet seine Boost und hat jetzt hier schon mal einen Gegner, der hat Level 2. Ich habe nur Level 1, der ist aber gar nicht so stark. Deswegen probiere ich das jetzt trotzdem mal. Das kann ich noch machen. Ja, weiter kann ich ihn aber nicht angreifen, weil ihr seht, da würde ich dann den Tod finden. Deswegen suche ich erstmal ein paar weitere Gegner und ein paar weitere Boosts. Hier ein Level 1 Gegner kann man doch im Zweifel mal schaffen. Und der ist tot. Und was geschafft. Hier haben wir jetzt, Level 3 ist auf jeden Fall zu stark für mich. Hier haben wir einen Shop. Der verkauft Mana Potions. Und die könnte ich sogar kaufen. Brauche ich aber nicht. Ich spare mal mein Geld. Mal gucken, was passiert. Und greife den nächsten an. Das ist jetzt noch ein relativ guter, leichter Einstieg hier, sehe ich gerade. Das kann auch relativ schnell, relativ schwer kommen. Also die Monster, die steigen quasi im Level auf. In diesem Dungeon verteilt hat man Monster von Level 1 bis Level 10. Level 10 ist der Endboss, der dann, nur mal so als Vergleich, ich habe hier 12 Lebenspunkte. Die Endbosse, die ich bisher so gefunden hatte, die hatten zwischen 900 und 1200 Lebenspunkte. Das ist dann relativ schnell vorbei. Hier habe ich jetzt mal einen Zauber im Prinzip gefunden. Das ist ein klassischer Flammenzauber. Die habe ich hier als Dieb, kann ich nur 3 maximal lagern. Als Magier zum Beispiel kann man 5 lagern. Und der Vorteil an solchen Zaubern ist, dass wenn man einen Gegner angreift, es ist quasi ein Fernangriff und deswegen tut einem das selbst nicht weh. Das ist gerade, wenn dann stärkere Gegner kommen, durchaus vorteilhaft. Jetzt habe ich eine neue Gottheit gefunden, den Pactmaker. Den nehme ich einfach mal. Über den ist wenig bekannt, bla bla bla. Vorteil von dem Ding ist einfach, du weißt zwar nicht, was passiert, aber am Anfang gibt es erstmal keine negativen Auswirkungen. Egal, was du machst. Zumindest habe ich bis jetzt noch keine gefunden. Den worshipe ich jetzt, also den bete ich halt an. Und dementsprechend kriege ich auch
irgendwelche Vorteile. Wenn ich halt was mache, was die Gottheit gut finde, da gibt es dann, was haben wir denn hier? Endes Wall, das ist ein weiterer Zauber, der ist ganz cool, denn damit kann ich Mauerstücke wegmachen, nicht wahr? Ja, und es gibt halt Götter, die sind zum Beispiel, finden es gut, wenn man als Krieger agiert, also viel kämpft, dann gibt es Götter, die finden es gut, wenn man viel Magie benutzt und dementsprechend kann man dann hier solche Piety-Punkte, also im Prinzip Glaubenspunkte sammeln, und wenn man da genug von hat, da gehe ich mal schnell zurück auf so einen Altar und zeige euch das nochmal, dann kriegt man spezielle Boons, die kosten dann ein paar Piety-Punkte und bringt zum Beispiel eben Erfahrungspunkte-Bonus oder Mana-Bonus oder Gesundheitsbonus, was es da eben so gibt. So, jetzt spielen wir aber auch mal. Da ich jetzt Fernkampf habe, probiere ich nochmal dieses Level 2-Ding, denn wenn ich Gegner töte, die einen höheren Level haben als ich, dann kriege ich dementsprechend mehr Erfahrungspunkte. Und das wird spätestens dann wichtig, wenn ich mal irgendwann den Endboss besiegen will. Das ist zum Beispiel, habt ihr gerade gesehen, diese komischen Bälle, die auf mich zugeflogen sind und plötzlich habe ich hier oben 28 Punkte. Fand mein Gott jetzt offensichtlich super, dass ich das gemacht habe. Deswegen gehe ich da zurück und guck mal, was ich für mittlerweile 28 Glaubenspunkte so bekomme. 10 Bonus Experience. Das ist schon alles zu teuer. Aber das nehmen wir mal. Und schon habe ich Erfahrungspunkte gekriegt und bin plötzlich Level 3 und mit Level 3 kann ich zum Beispiel auch einen Level 3 Zombie besiegen. Das mache ich mal. So, stark. Was ich vorhin eigentlich... Ah, ja, wenn man hier rumläuft und unbekannte Gebiete erforscht, da kriegt man dann auch ein paar Lebenspunkte dazu und ein paar Mana-Punkte und so weiter. Was ich vorhin eigentlich erzählen wollte... Oh... Der ist stark. Warte mal. Ja, den schaffen wir trotzdem. Was ich hier gerade spiele, das ist die Alpha-Version von Desktop Dungeons. Und die ist frei im Netz verfügbar. Deswegen kann ich euch die auch hier in der Freeware der Woche zeigen. Entwickler arbeiten gerade an einer Vollversion quasi und die Beta dazu, die kann man sich auch schon holen, wenn man Geld bezahlt. Das wären im Zweifel für die günstigste Variante 10 Euro. Moment, was haben wir denn hier? Hier habe ich Turns an Enemy. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Das behalten wir uns mal vor. Und die Beta-Version, die kann man sich quasi holen, wenn man das Spiel mit finanziert. Das ist die günstigste Variante, ist 10 Dollar. Und aus aktuellem Anlass habe ich mir das Spiel jetzt mal rausgesucht, weil, wer weiß, was da in der Ecke ist, da probiere ich jetzt mal Endless Wall. Ich erzähle gleich weiter, versprochen. Da ist noch eine Wall. Das hat es total gebracht. Weil Ende März war ja die GDC, die Game Developers Conference, und da konnte man das Spiel kostenlos testen. Auch die Beta-Version eben. Und deswegen dachte ich, ich gucke mir das jetzt mal an und zeige euch das ein bisschen, weil das zwar sehr altbacken aussieht, aber wir finden ja hier bei Nerd Derby so Retro-Geschichten total super und deswegen zeige ich euch das mal. Und das macht halt, das sieht jetzt, wenn ich euch das hier so vorspiele, relativ simpel aus. Das ist es aber tatsächlich nur am Anfang. Also ihr seht jetzt hier schon, ich habe hier Level 9 Gegner und Level 7 Gegner und wenn ich die jetzt mit meinem Level 4 Dieb angreifen würde, hier haben wir Level 8, dann wäre relativ schnell aus die Maus. Und deswegen muss man sich... das brauche ich nicht. Deswegen muss man sich hier relativ genau überlegen, was man macht, denn hier gibt es natürlich auch den klassischen Permadeath und wenn man tot ist, dann ist man halt tot. Das ist zwar im Zweifel nicht so tragisch, aber wenn man weitere Rassen und Klassen und so weiter freischalten will, dann ist halt ein Tod, bevor man den Endgegner besiegt hat, eher hinderlich. Nicht wahr? Hier haben wir jetzt, das ist aber ganz gut, dass wir hier ein paar einfache Gegner haben. Da kann ich ein bisschen meinen Deep grinden.
Und Level 5 probieren wir jetzt trotzdem mal. Ja, das sieht doch gut aus. Der ist offensichtlich sehr allergisch, der Goblin, gegen Magie. Und jetzt nochmal so. Was ich hier auch ganz cool finde, ist, dass das eben tatsächlich ein relativ entspanntes Spiel ist. Also man wird nicht direkt von irgendwelchen Gegnern angegriffen. Das läuft halt alles rundenbasiert und langsam ab. Und langsam ist halt im Zweifel auch immer mal eine nette Geschichte. Nicht wahr? So, dann töten wir mal den Goblin hier. So, und dann haben wir hier Level 5. Schaffen wir sowieso. Dieses Arm a Wall werde ich dann auch gleich mal ausprobieren, aber das hebe ich mir, okay, für einen stärkeren Gegner auf. Wer weiß, wann man es mal brauchen kann. Nicht wahr? Level 5 schaffen wir. Schaffen wir ganz sicher. Vorteil vom Dieb ist, dass der am Anfang immer, also wie man das auch aus Rollenspielen kennt, so ein Hinterhaltsangriff, der erste Angriff von dem Dieb, der hat, glaube ich, immer 30% waren es, glaube ich, zusätzlich, ja, zusätzliche Angriffsstärke. So, jetzt habe ich schon 30... Ne, das meine ich gar nicht. 68 Piety-Punkte. Da kann ich mir mal wieder angucken, was mein Gott dazu sagt. Und, Learning... Extra Experience per Kill. Das ist natürlich sehr gut. Könnt ihr 10 mal... Das nehmen wir mal. Learning dazu. Da kriege ich jetzt zusätzliche Erfahrungspunkte mit jedem Kill, den ich schaffe. Und jetzt probiere ich einmal, das ist zwar nur Level 7 der Goblin, aber ich probiere trotzdem mal den I'm a Wall. Und prallen her, mitgedacht, ne? Ich habe ja auch Endes Wall. Und schon komme ich da durch, ohne das Vieh besiegt zu haben. Und sammle trotzdem noch Punkte. Es ist ja super. Und jetzt benutze ich hier mal, man hat kein klassisches Inventar eigentlich, man hat hier Mana-Tränke und Heiltränke und man kann auch Waffen sammeln und so, die erhöhen aber letztlich nur die Angriffsstärke, die man hier findet. Ich nehme jetzt mal einen Mana-Trank, damit ich den benutzen kann und versuche jetzt mal Level 7, wenn ich Level 5 bin, ist zwar eigentlich relativ schwierig, aber ich hab's ja. Ne? Probier das jetzt einfach mal trotzdem, das ist noch safe. Und das schaffe ich. Super, und das gibt Erfahrungspunkte. Ich glaube, mein Gott findet das super, wenn ich viel stärkere Gegner töte, als ich eigentlich töten könnte. Was ja generell im Zweifel auch erstmal Spaß macht. Ja. So. Oh, ah, da habe ich den Endboss gewonnen. Ja. Flim the Mitzel. Ja. Aber kein netter Zeitgenosse. Diese Goblins, die wissen einfach nicht, wie sie sich mal vernünftig ausdrücken können. Es ist ja lächerlich. Letztens hatte ich mal den Meat Boy, den quasi Super Meat Boy Meat Boy als Endgegner und der hat einfach nur gesagt, ich bring dich um. Das fand ich viel sympathischer als das lächerliche Rumgebabbel von Lord Gob. Aber wie ihr seht, wenn ich hier mal drüber fahre über Lord Gob, okay, ich habe, glaube ich, einen relativ einfachen Dungeon hier erwischt, weil der hat nur 222 Lebenspunkte. Wie gesagt, ich habe auch schon Endgegner erwischt, die hatten so um die 1000 Lebenspunkte. Und da wird es dann als einfacher Dieb schnell mal schwer. So, hier haben wir nämlich zum Beispiel ein Fine Sword im Shop. Das kostet 25, kann ich mir leisten, weil ich habe 48 Gold. Und das erhöht den Schaden. Ja. Den Schaden, den ich austeile, diese Shops verschwinden dann auch, wenn man das macht. Und schon ist mein Schaden auf 42 gestiegen. Ja, das Schwert, das ist jetzt nicht extra da oder sowas. Das erhöht einfach den Schaden. Warte mal, den kann ich hier noch schnell um die Ecke bringen. Das wird dann in der Beta-Version, was ich davon bisher gesehen habe, ist das dann auch ein Stück weit komplexer. Also da hat man auch zumindest so ein Grundinventar. Und hier generell ein paar mehr Möglichkeiten, was man machen kann. Aber dafür ist eben hier Desktop Dungeons, was ich jetzt spiele, auch nur eine Alpha-Version. Hier können wir dann mal noch so ein Endes Wall ausprobieren. Und die ist kostenlos und die macht eben trotzdem relativ viel Spaß. Weil es ist halt alles relativ
relativ simpel. Zumindest sieht es relativ simpel aus. Aber man kann sich da auch schnell mal verskillen. Dafür gibt es einen ganz coolen Zauber. Den habe ich hier leider noch nicht gefunden. Da kann man sich quasi ein Monster herbeizaubern, was die gleiche Stufe hat wie man selbst. Und damit findet man... Okay, das ist auch ein Zauber. Den finde ich aber gerade nicht gut, deswegen lasse ich den erstmal. Wo bin ich? Hä? Ach. Hier bin ich. Ja? Ja. Immer drauf achten, wo man ist und so weiter. Ja, und mit diesem Spezialzauber kann man halt so ein Verskillen umgehen. Man kann halt im Zweifel sich dann einfach, wenn man genug Mana und genug Mana-Tränke hat, einfach ein Monster herbeiholen und dementsprechend trotzdem Level upgraden. Kann ich jetzt hier aktuell nicht machen, deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Aber noch sieht das alles relativ smooth aus. Und je länger ich diesen UDI-Bildschirm herauszögern kann, desto besser. Mein Gott, findet mich ja so. Jetzt habe ich schon 83, da kann ich mir schon wieder das nächste Boon holen müsste. Genau, das kostet nämlich 80. Und schon habe ich mehr Maximum-Mana. Kann dementsprechend öfter Zauber benutzen, was ja eine Wahnsinnsgeschichte ist. So, den schaffe ich relativ leicht. Den Meat Boy. Und jetzt probiere ich mal den Level 9. Das geht jetzt alles relativ schnell, das ist ganz schön. Gerade für so ein Let's Play, ne? Da kann man ein bisschen zeigen und so. Und jetzt trinke ich mal einen Mana-Trank. Und jetzt trinke ich mal noch einen Mana-Trank. Und jetzt schaffe ich den so und dann ist er weg. Das ist Wahnsinn. Und machen wir mal noch den fertig. So viel ist hier gar nicht mehr, weil die Welt ist quasi auch die Welt in Anführungsstrichen so groß wie das, was ihr hier seht. Und wenn ich dann... Heiltrank ist auch mal eine schöne Geschichte. Das Coole beim Dieb, wenn man Heiltrank trinkt, dann kriegt man auch Mana-Punkte zusätzlich. Ja, die Welt in Anführungsstrichen, das Dungeon ist halt nur das, was ihr hier seht. Das heißt ja nicht umsonst Desktop-Dungeon. Und da muss man eben auch aufpassen, weil wenn jetzt das tatsächlich hier der letzte Gegner ist, den es gibt und ich danach gegen den Level 10 Boss mit 222 Lebenspunkten antreten muss, dann wird das relativ schwierig, wenn ich nicht immer die Hälfte davon habe. Deswegen trinke ich jetzt noch so einen Heiltrank und mache den hier mal mit fertig. Ich glaube nämlich, dass dieser Zauber... I'm a Wall, der dürfte wahrscheinlich beim Endgegner nicht funktionieren. Aber das kann ich ja auch nachher nochmal ausprobieren. Nicht wahr? So. So, jetzt bin ich schon Level 9. Hier haben wir einen neuen Gott. Bringt er mir irgendwas? Dracul. Den kenne ich noch nicht. Undying. Necromancer. Ah, da wird man wahrscheinlich zu einem Vampir. Da kriege ich sofort ein Level dazu. Natürlich auch geil. Aber ich finde eigentlich meinen Pactmaker-Gott gerade so gut, wie er ist. Level 1 kriegen wir relativ schnell hin. Was haben wir hier? Wait, what? Super, ein Teleport-Zauber. Da bin ich ehrlich, verstehe ich den Sinn nicht ganz, weil man kann halt im Zweifel auch einfach rumlaufen. Ne? Ich laufe mal hier zu diesem Laden. Pendant of Hell. Das ist sehr gut, das nehmen wir. Können wir nicht nehmen, weil ich habe nur 23 Gold. So. Und jetzt... wird es halt schon ein bisschen schwierig, weil jetzt ist eigentlich nur noch der Endgegner da. Der ist aber immer noch ein bisschen stark für mich. Ich probiere mal hier die Wand wegzumachen. Vielleicht gibt es hier hinten ja noch was. Ne, hier gibt es nichts. Dann machen wir mal hier die Wand weg. Gibt es auch nichts. Dann machen wir mal hier die Wand weg. Gibt es auch nichts. Gibt es da noch was? Oder nicht? Ist jetzt die Frage, ne? Weil ich brauche ja im Zweifel auch diese Mana-Punkte, um... Obwohl, da kann ich euch dann gleich noch was zeigen. Das kostet 8. Dann nehmen wir trotzdem mal den Mana-Trank und probieren das hier einmal nochmal. Und hier kommt auch nur noch Wand. Ich gehe einfach mal davon aus,
Ja, mal gucken. Dass hier überall nur noch Wand ist und dass ich mich jetzt dem Endgegner stellen muss. Und jetzt habe ich zwar nur noch 3 Mana, aber eine coole Geschichte bei dem Spiel ist auch, dass man Zauber quasi eintauschen kann gegen Mana-Punkte. So. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Oder ist es bei dem anders? Oder kriege ich da... Ich probiere einfach mal einmal... Moment. Ah. Doof, Pechi. Beim Dieb ist es so, dass wenn man Zauber eintauscht, kriegt man Angriffspunkte und keine Mana-Punkte. Was aktuell ein bisschen doof ist, weil ich Mana-Punkte bräuchte. Aber das ist nicht zu ändern. Das heißt, ich probiere das jetzt mal. Ja. Mal gucken. Okay, ich habe noch ein paar Health Potions und die bringen auch Mana. Sehr gut. Na, naja. Egal. Das schaffe ich. Glaube ich. Vielleicht. Yes! Das ist der erste Endboss, den ich übrigens besiegt habe. Ich habe unlocked extra features und zwar... Nice. Neue Klasse. Den Rogue. Quasi... Ja, ein Waldläufer, mehr oder weniger. Und einen neuen Gegner, Gorgons. Das ist ja auch nett. So. Damit habe ich das Dungeon geschafft. Eine Partie geht hier dann im Zweifel relativ schnell. Entweder man stirbt vorher oder man besiegt halt den Endboss. Die Dungeons sind halt auch dementsprechend, wie ihr hier seht, nur relativ klein. Ich finde das ein richtig cooles Ding. Hier haben wir jetzt dann noch ein Endbildschirm, was ich so alles geschafft habe und was mir das alles gebracht hat und was ich so alles gemacht habe. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ist wie gesagt kostenlos, die Alpha-Version. Und wer das gut findet, der ist auch gern eingeladen, die 10 Dollar Minimum. Da gibt es dann noch extra Sachen, wo man dann Spezialkram dazu kriegt. Aber für 10 Dollar ist man dabei, da kann man die Beta-Version spielen, die ist dann ein bisschen komplexer. Da gibt es mehr Möglichkeiten, da gibt es auch noch so eine Art Oberwelt-Strategiekarte, wo man dann rumlaufen kann und sowas. Ich finde das relativ lustig, ich werde mir da glaube ich die Beta-Version auch holen. Weil tatsächlich mit jeder Partie, die man spielt, bekommt man mehr Bock drauf. Das ist natürlich eine sehr ungesunde Spirale, aber was willst du machen? So, ich retire. Ich bin der Pechi von Nerd Derby. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche zur nächsten Freeware der Woche. Bis denn dann.